Alles begann, als der Krieg sich seinem Ende näherte. Ich verließ meine Familie für 2 Tage, um auf die Jagd zu gehen. Als ich zurückkehrte, fand ich ein heilloses Chaos vor. Es wandeln hier jeden Tag mehr von ihnen rum. Ich habe schon viele Männer getötet, die bereits tot waren. Oh nein! Edward! Wir müssen hier schnell weg! Wir sollten von hier verschwinden. Ich weiß, wo wir hin können. Bleibt uns denn überhaupt eine Wahl? Unser Freund ist sehr schwer verletzt. Wenn die Wunde sich infiziert, wird es ein Ende sein. Er sollte jetzt ruhen. Es kann nur besser werden, Edward. Ich dachte, ich hätte die schlimmste Zeit überstanden. Niemand bringt dir bei, wie man einem anderen Menschen das Leben nimmt. Aber du lernst es und du musst damit leben. Ich frage mich, wie ich mit mir selbst ins Reine kommen soll, wenn ich daran denke, was ich getan habe. Wenn das nur noch die Menschlichkeit ausmachen sollte, dann ist alles zu Ende. Offensichtlich hat sich das Gesindel in den Wald zurückgezogen und scheint sich im Haus einer Hexe zu verbergen. Wenn man jemanden, den man liebt, vergessen will, so ist es, als würde man sich an jemanden erinnern wollen, den man nicht kennt. Ununterbrochen dürstet ihr nach Fleisch. Alles andere ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Wenn Sie dieses Tagebuch lesen, ist mein Ziel erreicht. Das ist Edward Youngs Geschichte. Das Ende der Menschheit.